Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Heute auf der Map Express, wie immer in Call of Duty Black Ops Cold War. Warum habe ich den kompletten Namen gesagt? Keine Ahnung. Endlich mal eine Lobby, die von Anfang an startet. Ich habe locker 5 Minuten gesucht und dann bin ich in eine Lobby gejoint, die noch im Dings, also die noch vorm Spiel war. Ich konnte es fast gar nicht glauben. Bleibe ich dieser Mülleimer? Stelle ich mich einfach so richtig auffällig hier hin in der Hoffnung, dass die Leute denken, ich würde wirklich hier stehen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich probiere es einfach, ne? Sonst gebe ich mir mal irgendwelche komischen Verstecke, wo ich denke, ah, hier sieht mich keiner. Vielleicht stelle ich mich diesmal einfach hier auffällig neben den Spot hier. Das sieht doch aus, als könnte der Mülleimer wirklich hier stehen. Da drüben stehen zwar auch 2, aber komm, ganz ehrlich, Leute. Wo soll ich mich verstecken? Die Map kennt eh jeder in- und auswendig. Das ist so langsam das Problem mit dem Spiel. Deswegen hoffe ich ja immer noch auf, Modern Warfare 2, dass der Modus zurückkommt. Vielleicht kommt er ja auch noch in Vanguard mit irgendeiner späteren Season. Wäre natürlich schön. Weg nicht, oder? Nee, okay. Wäre natürlich schön, aber bei Vanguard weiß ich nicht, ob der Modus da so... weiß ich nicht, ob der kommt. Ich meine, in WW2 war er ja auch. Also rein theoretisch stehen die Chancen sogar gar nicht so schlecht, dass er kommt. Ja? Und ich hoffe, in Modern Warfare 2, da kommt er wirklich. Darauf habe ich nämlich Bock. Ich hatte bis jetzt 2-mal Glück, dass ich nicht getroffen wurde von der Flash. Alter. Ich habe einen Schuss ausgehalten. Was? 2 Schüsse? Oh mein Gott, was ist mit der Pistole? Was soll das? Ganz ehrlich, steig in der nächsten Runde wieder ein. Man kennt es. Ah, es lebt da nur noch einer. Nur noch Lamoya. Okay. Jetzt sich in die Ecke gestellt. Oder er. Und als was? Ah, als Mülleimer. Ja, in die Ecke wollte ich auch erst gehen. Hätte ich mich vielleicht mal lieber dahin gestellt. Ja, machst du nix. Da machst du nix. Oh, da sitzt. Ja, das sieht nicht gut aus. Wer kommt denn hier als mit der Pistole gerannt? Das ist dieser Buzzard, der hat schon 2000 Punkte, der spielt komplett nur mit der Pistole. Ja klar, sehen wir. Ja, ganz ehrlich, 2 Schüsse, Alter, was ist das? Was ist das? Manchmal verstehe ich das nicht. Hey, die Waffe hier ist doch eigentlich ganz nice. Verstehe ich gar nicht, warum er nicht mit der gespielt hat. Einfach aus Flex, oder was? Naja, Leute. Gestern Abend, als ich gestreamt habe, habe ich das erste TikTok im neuen Schnittstil gepostet und es ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Das freut mich natürlich. In Zukunft werden die Videos jetzt immer so sein. Ist für mich im Schnitt ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, wenn ich mich da einmal dran gewöhnt habe an den neuen Schnittstil, dann geht das auch. Es ist halt jetzt einfach alles ein bisschen automatisierter, sag ich mal, geregelter, ja, dass ich die Sachen nicht mehr per Hand ranzoome, sondern dass ich das Video auf 4 Ebenen habe und dann immer die Stelle rauscutte, die ich sehen will. Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Achso, ich bin auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen, der stand da aber eben nicht. Da, Täusch-Item. Wow, jetzt rennt er da raus. Noch ein Täusch-Item. Das kann nicht wahr sein. Ich könnte ihm jetzt versuchen, auf die Schliche zu kommen, aber ganz ehrlich. Da habe ich ihn gesehen. Hey, der ist ja aber, da konnte sich aber da gut reinklitschen, muss ich sagen. Geh nochmal zurück, weil da ist er vorhin gepfiffen. Und das klang, als wäre im Raum da doch noch einer drin. Auch wenn ich eigentlich niemanden gesehen habe. Ja, weil auf den falle ich immer rein. Lanze auch nicht, aber... Alle 3 sind hier am Schießen und keiner trifft irgendwas. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch einer drin chillt. Wen suchen wir noch? 4 Leute, ach du Kacke.
Aber das Pfeifen kam eigentlich jetzt wieder relativ weit aus der Entfernung, muss ich sagen. Ich habe auch hier niemanden gesehen. Die Map ist ja eigentlich ganz überschaubar, sag ich mal. Jetzt einfach so. Behaupte ich das jetzt mal. Ach komm, das gibt's doch nicht. Auch nicht. Hä? Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Das Pfeifen. Ich weiß langsam nicht mehr, ob man auf das Pfeifen wirklich was geben kann. Ganz ehrlich, das ist manchmal so skurril mit den Pfiffen. Dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich habe mir gerade eingebildet, hier hätte sich was bewegt. Das kann ich. Kann nicht wahr sein, so viele Pfiffe hier aus der Ecke und kein einziges Item zu sehen, weit und breit. Und hier vielleicht einer in der Kante? Nee. Hier irgendwo auch nicht, Leute. Ich bin dezent verwirrt. Drei Leute noch, hä? Den habe ich. Den habe ich noch gekriegt. Aber das bringt uns leider auch nichts, weil in 20 Sekunden die zwei noch finden, brauchen wir Luck, sag ich mal. Da brauchen wir Luck. Noch eine Flash? Nee, die lädt sich gerade auf. Mülleimer habe ich inzwischen, glaube ich, auch alle überprüft. Das gibt's doch gar nicht. Wo können die denn noch sein? Habe ich irgendwo noch nicht? 2-0 sieht nicht gut aus, Leute. Ah, ist einfach rumgelaufen, oder was? Ja, okay, gut. Das ist halt auch so ein Problem. Es wird in dem Spiel sogar noch belohnt, wenn man rumrennt. Man kriegt mehr Punkte, ich verstehe das nicht. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Okay, Bürostuhl. Damit kann man da oben hin, theoretisch. Komm ich hier hoch? Hier stand hier nicht so einer, doch. Da kann man theoretisch machen, ne? Ist halt die Frage, ob direkt einer drauf schießt oder ob es funktionieren kann. Theoretisch sieht es gar nicht so fake aus, finde ich. Auf der anderen Seite, wir kennen das Spiel, hier kommt einer rein und knallt mich direkt ab. Das ist ja immer so. Das ist ja leider immer so, Leute. Naja, auf jeden Fall. Ja, es gibt nicht viel zu erzählen. Stream vorhin war lustig, ich habe Geschenke von euch ausgepackt. Ich habe einen Cream Soda gekriegt. Ich bin so happy. Freue mich so darauf, das zu trinken. Es steht jetzt im Kühlschrank. Boah, am liebsten würde ich es jetzt trinken. Aber jetzt nochmal so eine Kanne Zucker rein. Boah. Schlafen ist nicht so eine gute Idee. Ja, geh mal schön wieder. Nehm gleich noch eine Runde Fall Guys auf. Erstmal nehme ich jetzt zwei Runden Requisitenjagd auf. Dann nehme ich noch eine Runde Fall Guys auf. Das ist gut bei euch angekommen. Das freut mich, denn mir macht es auch mega Spaß. Ja, ich falle noch ein bisschen an meinem Schnittstil, ne? Das war jetzt die erste Fassung in der ersten Folge. Ich guck mal, ob ich das noch ein bisschen überarbeite. Das mache ich auf jeden Fall auch automatisiert, dass ich immer den gleichen Zoom habe und nicht jedes Mal selber ranzoome. Das ist so ein Witz. Hab das Item schon dreimal gewechselt, verdammt. Ich dachte, ich kann nochmal wechseln, aber das habe ich ja schon gemacht. Wie ein Verzweifelter auf die Taste gedrückt. Die Visitenkarte ist geil. Die Visitenkarte ist echt geil. Ah, ist auch der Letzte, der noch lebt. Ja, ich denke, das wird ein 3-0 und zwar für die Gegner. Lobe ich mir. Sehr stark. Eine gute Runde. Motiviert auf jeden Fall. Ach Leute, Requisitenjagd ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Ich wünschte, dass es langsam mal ein anderes Call of Duty gäbe, wo man das spielen kann. WW2 gibt es halt noch, aber das müsste ich halt auf der Konsole spielen. Und Leute, da sage ich euch, wie es ist.
Auf der Konsole sehe ich mich da. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müsste ich die PS5 mal wieder an PC anschließen mit Delgato. Habe ich momentan alles gar nicht gemacht. Alter, der sieht aus wie Eminem in der Mitte. Der sah einfach irgendwie aus wie Eminem, oder? Habe ich mir das eingebildet. Ey, vielleicht schafft's B das auch noch, eine Minute 35 abzuhauen. Ich glaube auf jeden Fall dran. Denn Glaube ist wichtig. Zumindest in Call of Duty. Nee. Oh nein, das ist nicht gut. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, was da ist. Ist da der Koffer? Ich sag mal so. Ja, ist der Koffer. Ich sag mal so, weglaufen kann funktionieren. Noch eine Minute, das kann funktionieren. Mit ein bisschen Pech rennt man aber auch einem in die Arme. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte gerade richtig Panik in seiner Situation. Oh je. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Stark gemacht. Aber die haben sich auch irgendwie selber outplayed, oder? Ah, das kann jetzt gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe sehr, dass es klappt. Hey, um auf den Schildern. Plattform 2B. Okay, 30 Sekunden. Hier, ich motiviere dich auch, wenn ich nicht weiß, ob du Deutsch sprichst. Oh Gott, nein, 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 jetzt renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Raus aus dem Fenster, ja. Nein, okay. Ja, auch eine Möglichkeit. Oh je. Oh je, 6 Sekunden. Oh nein, er wurde getroffen. Oh nein, wie ärgerlich. Er hat es so lange geschafft. Ich möchte gerne was schreiben, darf ich? Ja, vielleicht haben meine Ermutigungen zur Überheblichkeit geführt. Man weiß es nicht, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder heute Mittag in der Folge Vollgeist. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinguckt. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe mit den Videos. Und ja, ansonsten wie immer, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.